Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst zu Ihnen, Herr Kollege Hagel. Ich habe Sie nicht gegoogelt, aber Ihnen ganz genau zugehört vorhin. Und Sie haben ja etliches gesagt, da kann ich überhaupt nichts dran aussetzen. Da stimme ich absolut mit Ihnen überein, beispielsweise die Aussage, ich zitiere, die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde. Wir akzeptieren die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft. Haben Sie gesagt, Sie nicken. Ja, Herr Kollege Hagel, warum haben Sie dann nicht gerügt, als Ihr Innenminister die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Thema Geheimnisverrat blockiert hat? Wenn die Staatsanwaltschaft die objektivste Behörde ist, dann muss man sie doch ihre Arbeit tun lassen und darf sie nicht behindern, darf nicht sein Amt dazu missbrauchen, Ermittlungen gegen sich selbst abzuwürgen. Herr Kollege Hagel, das müssten Sie doch dann auch einsehen. Die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde. Wir akzeptieren ihre Ergebnisse. Gut. Ich habe gehört, der Innenminister hat erklärt, er akzeptiere das eigentlich nicht. Er sei fest davon überzeugt, vor Gericht, um die Geldauflage herumzukommen. Seine Anwälte hätten ihm geraten, nicht zahlen, sondern vor Gericht kämpfen. Ja, wie ist es jetzt, Herr Kollege Hagel, hat die Staatsanwaltschaft recht oder der Innenminister? Sie haben ja anschließend noch Gelegenheit, das vor diesem Parlament darzulegen. Nun zu Ihren Ausführungen, Herr Ministerpräsident. Sie haben ja gesagt, die Justitia trage eine Augenbinde. Wer Ihnen heute zugehört hat, kommt zum Ergebnis, nicht nur Justitia. Herr Ministerpräsident, nicht nur Justitia trägt eine Augenbinde. War ja schon bemerkenswert, dass Sie entgegen Ihrer sonstigen Gepflogenheiten keine Zwischenfrage zugelassen haben, weil Sie offensichtlich zu dem Ergebnis gekommen sind, es kann nur unangenehm werden. Wer weiß, ob ich eine Antwort drauf habe. Stattdessen haben Sie sich sklavisch an das Manuskript gehalten, das man Ihnen offensichtlich im Staatsministerium aufgeschrieben hat. Und sind mit keinem Wort auf die Debatte eingegangen, weil sie Ihnen eben unangenehm ist, offensichtlich, Herr Ministerpräsident. Warum, Herr Ministerpräsident, die Frage haben Sie jetzt heute zum zweiten Mal gestellt, gestern schon bei der Regierungspressekonferenz, gibt es heute einen Entlassungsantrag, wo doch der Untersuchungsausschuss noch gar nicht beendet ist. Also diese Frage, Herr Ministerpräsident, macht deutlich, dass Sie überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Wenn ein Kabinettsmitglied nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ein strafrechtlich relevantes Delikt begeht, und das ist nun mal der Fall, sonst hätte die Staatsanwaltschaft ohne Auflagen eingestellt. Das hat sie aber nicht getan. Und insofern, da haben Sie recht, kommt die Staatsanwaltschaft bzw. die Justiz nicht zu einer Verurteilung. Sie kommt auch nicht zu einer strafrechtlich relevanten Schuld im Sinne einer Vorstrafe. Aber man kann ja das mal hochrechnen, was das in Tagessätzen ausmacht. Denn man weiß ja so ungefähr, was ein Minister verdient, wenn er kein Abgeordneter ist, wie dann sich die Nettoverhältnisse, daran orientieren sich ja die Tagessätze, verhalten. Und man kommt dann auf etwa 50 Tagessätze. Ab 91 ist man vorbestraft. Und wir haben ja historische Beispiele, etwa das Lucha-Schnäppchen. Es gibt keine Tagessätze. Ja? Herr Lucha ist ja, naja. Hören Sie doch mal auf, Ihr Nebelkerzen. Naja. Sie können ja vielleicht mal im Protokoll nachlesen, wer von Tagessätzen im Untersuchungsausschuss gesprochen hat, Herr Kollege. Sie können ja mal im Protokoll nachlesen, wer davon gesprochen hat.
Und dann diskutieren wir wieder weiter. Also das Lucha-Schläppchen mit 2.500 Euro, obwohl der Kollege Lucha ja ein höheres Einkommen hat als Herr Strobel, das macht doch schon deutlich, dass das eine ganz andere Dimension gewesen ist mit diesen 15.000 Euro. Da sind wir mehr als auf dem halben Weg zu einer Vorstrafe. Und das müssen Sie doch mal zur Kenntnis nehmen, Herr Ministerpräsident, wie da die staatsanwaltschaftliche Einschätzung ist, offensichtlich. Und wenn eine solche Situation entsteht, da kann doch eine Opposition, kann ein Parlament insgesamt nicht sagen, jetzt warten wir mal, was noch so rauskommt bei einem Untersuchungsausschuss, sondern da ist unmittelbare Handlungsnotwendigkeit in einer solchen Situation. Sie müssen doch die Polizei des Landes schützen. Sie müssen die Glaubwürdigkeit Ihrer Regierung schützen. Sie müssen das Wohl des Landes schützen. Deshalb muss man dann unmittelbar handeln und kann nicht sagen, jetzt warten wir erst mal ab, was beim Untersuchungsausschuss rauskommt. Und selbst wenn es nur um den Untersuchungsausschuss geht, weiß man ja von der ersten Sitzung, die im Wesentlichen öffentlich stattgefunden hat, einerseits von den Erinnerungslücken Ihres Innenministers und auf der anderen Seite von der Aussageverweigerung, dann, wenn es eng wird. Warum hat er dann die Aussage verweigert, als er gefragt wurde, ob er ein Angebot der Staatsanwaltschaft erhalten hat? Doch nicht, weil das Gewissen so rein ist, sondern weil er weiter tricksen, täuschen und tarnen wollte. Ist doch erkennbar, Herr Ministerpräsident. Und der Kollege Stoch hat es ja ausgeführt. Es gab dann weitere Erinnerungslücken am vergangenen Freitag. Und da müssen Sie sich doch die Frage stellen. Ein Minister, der solche Erinnerungslücken hat, der ist entweder mental nicht in der Lage, sein Amt auszuführen, oder er will weiter täuschen und lügen. Ist doch völlig klar, Herr Ministerpräsident. Und selbst diese Erinnerungslücken, die sind Anlass genug zu sagen, von diesem Innenminister muss ich mich trennen. Herr Ministerpräsident, Sie erkennen offensichtlich nicht oder wollen aus Gründen des Machterhalts nicht erkennen, ja, aber mit der Ampel hat das überhaupt nichts zu tun. Bitte? Welche Erinnerungslücken? Sie meinen die Erinnerungslücken? Sie meinen die Erinnerungslücken von Herrn Schmidt, auf denen Sie ständig rumreiten. Von mir aus auch von Herrn Scholz. Also erstens gehöre ich der FDP an, zu Ihrer Information, nicht der SPD. Das müssen Sie dann mit den Kollegen der SPD in Berlin klären. Und das Zweite ist, Herr Hagel, und das würde ich Sie wirklich bitten, das vorher auszuführen. Was macht denn, was auch immer bei Herrn Schmidt passiert ist, an dem Verhalten Ihres eigenen Innenministers besser? Ist das eine Entschuldigung, Herr Kollege? Doch, Sie kommen ständig nur mit dem Argument, aber der Schmidt, das ist ja wie im Sandkasten. Nicht? Sie haben ja Kinder zwischen 2 und 4. Ich habe den Eindruck, Sie sind zu häufig da am Sandkasten und übernehmen die Argumentation. Ja, der hat es. Meine, Herr Dr. Rülke, warten Sie bitte. Meine Damen und Herren, Herr Fraktionsvorsitzender Hagel, meine Damen und Herren. Sie haben hinterher gleich das Wort. Meine Damen und Herren, können das richtigstellen? Ich bitte Sie um Ruhe. Sie können das gleich richtigstellen. Herr Dr. Rülke hat das Wort. Die Maske fällt. Sie können das nachher gleich richtigstellen. Herr Dr. Rülke hat das Wort. Das ist eine. Schön, wenn Sie weiterhin zuhören. Herr Deutschle, Sie haben nicht das Wort. Vielen Dank. Ich warte einfach. Ich habe ja unbegrenzte Redezeit. Ich warte einfach, bis sich da manche, die offensichtlich sich getroffen fühlen, wieder beruhigen. Faktum ist, es ist keine Entschuldigung für ein Verhalten eines baden-württembergischen Innenministers zu erklären, der oder der in Berlin hat aber das gemacht. Der Landtag von Baden-Württemberg, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist dafür verantwortlich, was in Baden-Württemberg passiert. Und die Aufgabe ist es, die Interessen des Landes Baden-Württemberg wahrzunehmen und das Land Baden-Württemberg vor Schaden zu schützen. Genau das ist seine Aufgabe.
Und genau das ist es, was an dieser Stelle nicht passiert. Und es ist armselig, das Verhalten eines baden-württembergischen Innenministers damit schönreden zu wollen, dass man immer so auf irgendjemanden in Berlin zeigt.